Zeichen setzen und die Flüchtlinge, die Armen, die Ausgegrenzten, die Verletzten, die Hungernden willkommen heißen. Das ist entscheidend. Und wir machen keinen Unterschied zwischen den sogenannten Kriegsflüchtlingen und den sogenannten Wirtschaftsflüchtlingen. Es ist nämlich, das ist ganz entscheidend. Es ist nämlich unser Wirtschaftssystem, das diese Flüchtlinge zu Armutsflüchtlingen macht. Wer mit Pegida sympathisiert, und diesen Vorwurf muss er sich gefallen lassen, er ist nicht bereit nachzudenken und weiterzudenken. Der Sieg des Finanzkapitalismus führt zur Krise der parlamentarischen Demokratie, schreibt Jakob Augstein, sehr klug, richtig Herr Augstein. Es ist der Sieg des Finanzkapitalismus und nicht die Flüchtlinge und nicht der Islam. Ja. Ich möchte euch hier ein Lied vorstellen, das sehr neu ist. Und es heißt, ich habe einen Traum. Ich habe einen Traum, wir öffnen die Grenzen und lassen alle herein. Alle, die fliehen vor Hunger und Mord, und wir lassen keinen allein. Wir nehmen sie auf in unserem Haus, sie essen von unserem Brot. Und wir singen und sie erzählen von sich, und wir teilen gemeinsam die Not. Geht was nicht? Oder hört ihr das Klavier? Ja. Wir nehmen sie auf in unserem Haus, sie essen von unserem Brot. Und wir singen und sie erzählen von sich, und wir teilen gemeinsam die Not. Und den Wein und das Wenige, was wir haben, denn die Armen teilen gern. Und die Reichen sehen traurig zu, denn zu geben ist ihnen meist fern. Ja, wir teilen und geben vom Überfluss, es geht uns so viel zu gut. Und was wir bekommen, ist tausendmal mehr. Und es macht uns unendlich Mut. Ihre Kinder werden unsere sein, keine Hautfarbe und kein Zaun. Keine menschenverachtende Ideologie trennt uns von diesem Traum. Vielleicht wird es eng, Rücken zusammen, versenken die Waffen im Meer. Und wir reden und singen und tanzen und lachen, und das Herz ist uns nicht mehr schwer. Ja, wir haben es doch immer geahnt, und wir wollten es nur nicht wissen. Was wir im Überfluss haben, das müssen andere schmerzlich vermissen. Ja, wir teilen und geben vom Überfluss, und es geht uns so viel zu gut. Und was wir bekommen, ist tausendmal mehr, und es macht uns unendlich Mut. Gesandt oder Nationalisten erwärmen sich an unseren Ideen und ahnen, was sie vermissten. Ja, ich weiß, es ist eine kühne Idee und viele werden jetzt hetzen. Ist ja ganz nett, doch viel zu naiv und letztlich nicht umzusetzen. Doch ich bleibe dabei, denn wird ein Traum geträumt von unzähligen Wesen, dann wird an seiner zärtlichen Kraft das Weltbild neu genesen.